Hallo und herzlich willkommen YouTube zu unserem ersten Let's Play. Als Gast und Zuschauerin habe ich hier Sunny bei mir. Sie wird mich heute bei diesem Spiel begleiten. Das ist unser erster Let's Play. Wir haben ja einen neuen Kanal, den Suchti Zocker Let's Player. Wir versuchen die meisten Let's Plays so in HD aufzunehmen und auch in HD zu rendern, so dass ihr die bestmögliche Qualität sehen könnt. Wir spielen heute Tomb Raider. Keine Ahnung, wie das Spiel heißt, richtig noch so. Wir haben es ein bisschen angespielt schon, da dachte ich, boah, das wird das Spiel sein, was ich als erstes auf jeden Fall aufnehmen werde. Und Sunny sitzt neben mir, weil ich dieses logische Denken nicht habe, was Mädchen haben. Und sie wird dann so sagen, ja, das musst du anzünden und das. Wir haben da nämlich so eine Phase gehabt, da, was muss ich machen? Du musst das da anzünden und bumm, ging es auf einmal weiter. Ja, wir machen ein neues Spiel. Wir machen hier 4% gemeistert. Das machen wir mal überschreiben, das machen wir weg. Wir machen leicht, damit es leichter wird. In den Zwischensequenzen halten wir unseren Mund. Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, damit ihr es schauen könnt. Was wir tun, ist besonders. Nicht, was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. Stunden. Hilfe! Wenn das Leben an uns vorüberzieht, finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Das uns weitermachen lässt. Ja, das war die Vorschau. Wir werden jetzt so geschleift auf den Boden über Kopf. Sunny sagte schon beim ersten Mal, als ich das angefangen habe zu spielen, immer, oh Gott, sie ist runtergefallen, oh Gott, sieht das echt aus, oh mein Gott. Ja, und nun sind wir hier. Es ist noch ein bisschen laut. Ich kann es jetzt leider nicht mehr leiser machen, glaube ich. Naja. Ja, also liebe Zuschauer, wenn ihr jetzt noch seht, alle unter 18-Jährige sollten dieses Let's Play jetzt nicht gucken. Und ich bitte euch auch dann jetzt das Video auszuschalten, denn jetzt fängt alles richtig an, womit wir anfangen werden zu spielen. Ja, und wie gesagt, ich sag euch dann, ab welchem Zeitraum wir dann nicht mehr weitergemacht haben, wo wir dann selber auf uns alleine gefasst sind. Und du darfst ruhig auch was sagen. Hallo. Hallo. So, ich muss mich jetzt schwingen hier. Ja, das... Oh, die labert mir zu viel. Hilfe! Das kann jetzt das Ende sein. Runter. Ich muss
runter. Ja, wir haben uns schon hier Relentless besorgt. Ne? Ja. Energy. Wird jetzt wehtun. Das wird jetzt wehtun. Oh. Oh. Bisschen noch wackelig auf den Beinen durch den Sturz und durch diese inneren Bluthungen, könnte man sagen. Oh Gott. Nein. Nein, nein. Was ist das? Und jetzt weiß ich auch, warum sie sich jetzt immer die Hand da ranhält. Ich sagte schon letztes Mal, warum hält sie sich die Hand da immer hin? Klar, weil sie auf so eine scheiß Ding gestoßen ist. Das war laut. Ich habe mich verbrannt. Nein, er muss mich gehört haben. Oh, verdammt. Wie sie redet. So, das ist jetzt die Überlebensinstinkte oder sowas. Da kann man sehen, was man noch machen muss, anzünden oder was auch immer. Er erschreckt sich immer, ich finde das lustig. Dass wir jetzt noch wissen, was wir hier machen müssen. Später wissen wir es leider nicht mehr, weil wir nur zu einem bestimmten Zeitpunkt gespielt haben. Also das.
Scheiße! Das war ein bisschen zu früh. Ein bisschen zu früh abgesprungen. Das war ja, das ist ja schon mal ein richtig großer Fail, dass ich schon so früh gestorben bin. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Beim letzten Mal funktionierte es noch, dass du gleich auf einen Ruck alles in der Hand. Ja, stimmt. Da war ich auch nicht so vorne. Blockt? Oh, warum F? Letztes Mal war das E. War schon zweimal gestorben innerhalb von, weiß ich nicht, 10 Minuten. Das ist peinlich. Leute, ich spiele nicht, dass sie das spielt. Das bin ich nicht. Doch. Sunny spielt. Ich spiele gar nicht. Hier bin ich aber auch als allererstes Mal gestorben. Da. Auch hier haben wir schon etwas weiter gespielt. Hier ist jetzt halt noch so ein bisschen springen, laufen, üben, könnte man sagen. Das Rettungsboot. Wo sind sie? Wahrscheinlich rennwärts. Und dann haben wir eigentlich auch alles schon soweit gehabt mit F, E halten und so. Und dann geht es im Nachhinein weiter. Okay, ganz langsam. Das gehört noch zum Film dazu, ne? Hm. Ja, ich denke mal, es werden noch sehr viele Zwischensequenzen kommen. Ich kann dazu leider nichts sagen. Ich bin kein Mädchen. Bei euch würde es noch mehr wehtun. Bei uns würde es noch mehr wehtun. Okay. Das Spiel gar nicht mal mit Maus gespielt. Ich glaube, da ging es nur mit Tastatur. Oh Gott! Ich bin eigentlich gar nicht so der Strategiespieler, aber bei so einer krassen Grafik finde ich das schon echt krass irgendwie. Da musste ich das auch anfangen zu spielen.
Ja, Dustin, der wird auch noch ein paar Let's Plays hier auf dem Kanal hochladen mit mir zusammen. Manche Spiele machen wir halt zusammen, manche nicht. Und er macht so Mario-Spiele mehr und Kirby-Spiele und so. Und ich bin halt eher so der Ego-Spieler. Da habe ich gedacht, dass wir unsere erste Waffe bekommen würden, was leider nicht der Fall war. Wäre auch zu schön gewesen. Das sind so heftig, was? Und ich dachte das letzte Mal, dass ich da gestorben wäre, aber das gehört so. So. Ab hier haben wir dann auch nicht mehr weitergespielt. Da habe ich gesagt, dass ich dieses Spiel gerne Let's Playen möchte. Und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Wir wissen auch nicht, was nun weiterhin passiert. Wir gucken uns jetzt die Zwischensequenz an und danach schauen wir weiter. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme, Lara? Ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitmer. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman.
Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktortitel. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Es wird Tag. Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. So, ja, ab hier, keine Ahnung, was jetzt uns erwartet. Ich habe nichts, ich weiß überhaupt nichts. Gott, was macht die? Kein blassen Schimmer. Genau. Ah ja, so können wir gehen wie so eine... Hi. Ja, okay. Oh, ja, unsere erste Waffe, das wäre mega geil. Was habe ich jetzt? Das waren Pfeile, ne? Ja, das kann ich hier reingehen? Nee, ich muss hochhüpfen. Na, warte. Ohne Waffe kann ich nicht jagen. Vielleicht hinter dem. Ich brauche eine Waffe. Ja, hier wahrscheinlich. Ja. Ein Typ da irgendwie. Nein! Ich drück Shift, da macht die so komische. Vielleicht muss ich ja gehen. Ja, glaube ich auch. So muss man. Ah. Oh Gott. Oh, aufgehen. Ach, der Baum. Ich schaff das. Typ, wie sieht so eklig aus. Warte. Ach so. Jetzt. Ey, komm, nimm! Jetzt. Oh Gott. Nein. Aua. Sieht ganz schön eklig aus, du. Ja. Hast du die Pfeile? Schon? Ja, muss ich jetzt irgendwie kombinieren. Ah, ja, da sind sie funktioniert. Erinnere dich an das, was du von uns gelernt hast. Du kannst die beste rechte Form und Technik. Oh, das ist mir zu schnell gewesen. Was hat er gesagt? Rechte Maustaste und das nutzlos. Y-Fusion. Waffe ist Konzentration. Ich habe nur 8 Pfeile, oh Gott. Dieser Hunger. Ich muss etwas zu essen finden. Fang ein Hirsch. Ja. Schade, dass ich hier nicht B drücken kann, wie bei Dead Space, um mir den Weg zu zeigen. Ja, wie so eine Linie da. Ja. Was war das da unten? Was ist das? Pfeile. Ach, da sind noch mehr Pfeile, die du holen kannst. Ah, ist doch gut. Jetzt habe ich schon mal 5 plus 8, 13. Ja. Wo ist ein Hirsch? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Irgendwie suchen. Irgendwo müssen wir. Festziele M?
L? Schade. Was? N war... Ich laufe einfach mal hier weiter. Irgendwo muss es ja weitergehen. Au. Lol. Rennst du da rein? Sowas hasse ich, ne? Wenn ich dann überhaupt nicht weiß, wo ich weiterlaufen muss. Können wir da nicht weiter? So, dann sind wir hier wieder bei diesem... Ja. Dann muss es wahrscheinlich hier weitergehen. Ja. Meine ich ja auch, dass es hier nicht weitergeht. Bist du da nicht über... Achso, ja. Ah, da ist einer. Ich bin zu blöd dafür. Na, stehen bleiben. Musst du gucken, wo er ist. Rennt er hier rum oder so? Ich glaube, der Vogel hätte auch schon gelangt. Da sind noch Pfeile. Oh, aua, aua. Zu untersuchen. Ich hab... eine Art Behälter. Aha. Wer hat das zurückgelassen? Sieht doch nichts. Da ist er. Nein, ich muss ihn nochmal treffen. Zack. Ach, ich kann mit linker Maustaste kann ich Döller schießen. Meins. Das Essen, das könnte ich niemals. Das arme Ding. Entschuldigen. Oh, ich hasse sowas. Tja. Leute, das Spiel ist ab 18. Ich will was sehen. Aua. Was man nicht alles für ein Gesicht so tut, ne? Eine Fähigkeit. Okay, zurück zum Lager. Ins Lager zurück? Ach, das ist ein Lager oder was? Lara, du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Was ist denn das? Das hat nämlich so komisch gezeigt. Musst damit was machen. Musst du irgendwie rankommen. Kannst du da nicht hochlaufen irgendwie? Den Stein? Nee. Schade. Also, ja. Geisterjäger. Komm. Da. Das leuchtet dann. Elf Pfeile habe ich noch. Das soll also das Lager sein? Leuchte mal. Warte, ich will die Pfeile haben. So. Ich will da rein. Leuchte mal, vielleicht wissen wir, was wir noch machen. Da unten ist noch Pfeil. Und sonst nichts. Geh jetzt mal zu den Pfeilen. Da muss ich irgendwie hoch, ne? Kann gut angehen. Hat man hier keine Karte oder so? Doch, guck mal, hier ist doch eine Karte. Das ist das Lager? Das ist das Lager. Und da müssen wir hin. Navi. Ich brauche ein Navi. Ich weiß ja, wo ist denn... Wie, was so tapfer das ja. So, wenn ich mich jetzt drehe. So. In die Richtung drehe. Ja, okay, dann weiß ich, glaube ich, wie ich lang muss.
Muss ja irgendwie da oben hinkommen. Ach, das ist das. Ach so, das meint sie, Gott. Ach so. Ja, dass du der aufgebaut hast. Jetzt muss ich. Oh Gott, das ist ja wie bei Far Cry 3, ey. Oh Mann. Was musst du da machen? Irgendwelche Fähigkeiten. Ach, ich kann jetzt eine Fähigkeit machen. Pfeile. Ja. Ach so, findende Bogenschützen, ziehe ihre Pfeile aus neutralisierten Pfeilen. Also ich kann die. Och nee, das ist dann wieder so kompliziert wie mit Far Cry. Und wenn ich nichts esse, sterbe ich dann oder was? Mm. Ja, du wirst vielleicht schwächer oder so. Er zeigt es dir ja an, wenn du was zu essen haben musst. Ich glaube, ich werde erstmal das mit den Pfeilen machen. Was? Dann kann ich mir die Pfeile, glaube ich, wieder rausziehen, wenn ich sie abgeschossen habe oder so. So. Achso, das war's. Mehr kann ich nicht. Ach, das ist das also. Mhm. Okay. Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Hülle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth, und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat es jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Ich kann das Lager... Ach so. Okay. Wo fange ich an? So, wo muss ich jetzt hin? Toll, wieder so ein langer Weg. Musik. Musik? Keine Ahnung. Hm. Ach, ich versuche mal M zu drücken für Karte. Guck mal, hier geht hier schon mal was offen. Ach, jetzt Hallo? Ist offen. Ist jemand hier? Vielleicht kommt da jemand oder so. Eine Fackel. Vielleicht der hier lang. So, wenn ich da jetzt runter muss. Oh, gut, ich muss da wohl runter. Dann würde ich jetzt auch sagen, ja, um runter zu zeigen, machen wir kurz eine Aufnahmepause und befinden uns dann gleich im Part 2.